vielleicht etwas spät, aber ich muss es unbedingt machen. Egal ob ich krank bin. Das ist die Five Nights Freeze 3 Match. Entschuldige wegen der Arrows. Ich krieg das irgendwie nicht weg, aber Alter, die Plushies existieren noch. Warte. Oh, es gibt immer noch nicht die quietschende Nase. Mindestens wurden hier wirklich alle Details beachtet. Hey, das soll Foxys Hakenhand sein. Und wo ist der Haken der Hand? Egal. Hier sind sogar die Lüftungsschächte, Alter. Alter, ich finde diese Map einfach so geil. Oh, hi Foxy. Ein Bild von Golden Freddy, okay. Schade, dass die Augen noch nicht blinken. Ein toll Bonnie-Bild. Chica. Okay, das ist seltsam. Wieso sind da so viele Bilder? Natürlich, dass wir mir wieder mal Skype irgendwas ruinieren müssen. Ein Bonnie-Spiel. Ein Foxy-Spiel und noch so ein Foxy-Spiel. Oh, das Bild hier rechts. Fail. Links ist die Augenklappe, hier ist rechts die Augenklappe und dann noch in einer anderen Farbe. Hier ist ein Freddy-Spiel. Sieht mir aus wie ein Jumpscare von denen, von diesem Freddy-Spiel. Manchmal leckt auch die Steuerung. Ah ja, ich weiß ja noch, welcher Raum das ist, nur nicht spannend. Es gibt immer noch welche. Wow! Ein Toy-Freddy-Spiel und ein Toy-Chica-Spiel. Oh! Mindestens hat man die eingefügt. Ich glaube, das ist der letzte Raum. Und das ist die... Ah, die erste Videokamera, die kein Arrow hat. Ich kann da nicht raus. Okay. Hey, 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 ducken, ducken. Durch diesen ganzen Weg wandert der in Five Nights Freddy's 3 und kommt innerhalb einer Sekunde direkt zu deinem Office und jumpscared dich. Wie logisch! Wie lange ich dafür brauche, wie lange der dafür braucht. Warte. Tolles Foxy-Bild. Tolles Freddy-Bild. Tolles Toy-Bonnie-Bild. Gibt es hier... Ich glaube, das ist noch die Version, die noch... Ah, ein kleiner Fehler. Hier gibt es wirklich einen kleinen Fehler. Ich müsste einen Lüftungsschacht hier rausführen, weil hinter ihm gibt es noch einen kleinen Lüftungsschacht. Ihr müsst dich hier irgendwo anfangen. Ja, guck mal, hier geht ein Lüftungsschacht nach links, aber er sagt, es ist doch versperrt. Ich wusste es, da der arbeitet auch an dem Lüftungsschacht wohl. Alter, das ist mir ein zu langer Lüftungsschacht. Ich glaube, das sind auch ohne diese Five Nights Freddy's Fähigkeiten gemacht worden. Okay, hier sind wohl alle Kameras funktionieren. Das ist wirklich die einzige Animatronik, die ein blinkendes Auge hat. Okay, nicht wirklich blinkendes Auge, blinkendes Gesicht. Aber okay. Die Pizzeria ist allgemein saumäßig dunkel. Gibt es wohl keinen einzigen Button, der mich irgendwas machen lässt. Wirklich nichts. Ich kann sogar die Spiele nicht verwenden. Okay, keins der Spiele ist verwendbar. Mal sehen, ob die Kameras funktionieren, hoffentlich. Hi. Wer bin ich? Rumpel. Ich bin Toy Freddy. Fail. Okay, eigentlich kann man das nicht so genau als Fail betrachten, aber... Ah, die Kameras sind wohl auch noch in Arbeit, oder gibt's sie hier? La 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 la. Ich bin mir nicht sicher, ob's bei... Ist das Waffen war, aber YOLO. Definitiv war es nicht bei der Waffe. Explosiv, ja, explosiv. What the fuck? Ah ja, vergessen, ich habe ja Five Nights at Treasure Island. Und das ist saumäßig dämlich, diese Jumpscares waren schön. Okay, das interessiert euch nicht. Wieso ich mir das so geholt habe, verstehe ich oder? Market Player Core, ernsthaft?
Okay, es gibt hier für diese Map wohl gar keinen NPCs. Wow! Purple Freddy Dämon. Purple Freddy Freund. Alter Dämon, ernsthaft? Ich hab mir ein paar weitere Add-ons geholt. Okay, das ist seltsam. Ja, die Kreaturen sind auch seltsam. Machen wir mal ein Just for Fun. Nur leider, dass ich hier keine Kameras zur Verfügung habe. Warte. Geht das? Ignore Player. Ich kann irgendwie nicht sehen, was ich hier einstelle, außer das ist eigentlich alles weiß. Sehr seltsamer Scheiß einfach nur hier. Ich nehme mal meine Waffe, warte, wo ist das? Plasmapistole. Okay, die macht ein schön lautes... Die macht ein sehr lautes Geräusch, das an den Ohren wehtut. Also nehmen wir einfach mal eine nukleare Waffe, wenn man einmal außersehen schießt, doch. Geht ja nur ein bisschen kaputt, nein. Einfach so Zelda-Scheiß, aber YOLO. Oh mein Gott, überlegen, wo ist das gewesen? Five Nights at Treasure Islands. Oh mein Gott, The Face. Der ist auch seltsam. Der ist auch irgendwie seltsam. Die einzigen, die ich hier kenne, sind Mickey, Donald, Goofy, Oswald habe ich noch nie gehört, bislang noch nie. Ich kenne diesen Carlo, aber nicht diesen Oswald. Der Oswald ist mir jetzt total fremd. Der ist einfach nur eine abgefucktere Version von Mickey. Okay, der sieht mir eher abgefuckt aus mit diesen Augen, aber... Und der sieht mir wie das Original Mickey, nur komplett andere Farbenmischung. Immer noch. Was zur Hölle. Das sieht so gruselig aus. Das habe ich keine Ahnung, will es auch machen, nicht wissen. Musikbox, warte. Das sind Entities, die bewegen sich erst dann, wenn du in den Rücken zukehrst. Und davon habe ich gar keinen Bock. Wow, der sieht aber mal freundlich aus. Purple Freddy. Okay. Warte. Ich habe ja Player Models. Oh nein. Leck. Okay, leck. Warum? Welches Player Model nehme ich? Jetzt spiele ich Springtrap. Warte, ich muss mich selber umbringen. Und was hilft da besser als... Warte, nehmen wir mal... Also, wer kann dich so schnell wie möglich umbringen? Aber dich auch nicht direkt dauernd umbringen. Ich werde definitiv gejumpscared. Ich mache die Sounds sehr leise. Okay. Die Halluzinationen sind da. Ich glaube, der kann mich nicht jumpscaren, weil ich im Lüftungsschacht bin und ist zu klein. Weh, der jumpscaret mich jetzt auch sehr... Aus diesem Scheiß, Alter. Ich bring den Typen um. Warte. Nicht gerade kreativ, aber YOLO. Warte. Junge! Lecken, Alter, der leckt die auch nur noch.
Wieso haben die Kugel keine Textur? Egal. Jetzt kommt die Waffe. Ah, oh, die ja jetzt plötzlich auch keine Textur mehr so richtig hat. Sound zu. Okay, ich muss mich irgendwie umbringen lassen. Okay, jetzt kommt Running Freddy, nenne ich ihn mal. Renn los! Die rennen ja gar nicht mehr, das ist uncool. Wo? Foxy hat jetzt nur noch Textur drin. Warte, ich. Ich zeig's ihm, indem ich jetzt das beste Schwert aller Zeiten. Beste Waffe aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob die Map abstürzen wird oder abkacken wird. Mal sehen. Wenn es abkacken wird, muss ich die Map neu laden. Man sieht das Fenster. Okay, man sieht gerade. Man hört die Schritte noch. Junge, der überlebt eine nukleare Explosion. Ich bin beeindruckt. Langsam bekommt alles in eine verbackte Textur. Wehe, die Freddy Maske hat das auch. So, also, mindestens hat die Freddy Maske nicht so. Wenn man das spielen würde, würde man wirklich ewig lang brauchen, um mal an den Ausgang zu kommen bei den Lüftungsschächten. Ich warte und komme. Ich wusste, dass da eine Puppet-Maske hängt. Ich wusste das. Das hat eine Kugel. Warte, das ist aber wirklich ein kleiner Weg. Und das Beste einfach, wenn du zur rechten Seite schaust, Kamera wechselst, dass er einfach hier verschwindet, hier bleibt, chillt ein bisschen, du kannst ihn von der Kamera nicht sehen, hier gibt's allgemein keine Kamera, am besten Freddy, der humpelt, zu dir kommt und dich zu Jumpscare, was mich echt manchmal genervt hat, als er mal kam, weil, ernsthaft, das nervt irgendwann nur noch. Kann ich schießen? Nein. Kann sich mindestens die Five Nights at Treasure Islands Figuren bewegen? Warte, es sind die Entities. Ich meine, gibt's überhaupt normale, die rennen? Nein, es gibt nur die Entities. Scheiße. Oh. Holy shit, der ist an der Boden angeheftet. Also, wenn sie sterben, verursachen sie den Error. Super. Also, das Let's Play ist eigentlich saumäßig unnötig gerade. Und ich knall nur hier Animatroniken ab, die sich mal nicht mal verteidigen können.
echt bevorzuge, wenn hier so ein richtig rennender Tollchika ist, der mir auch Schaden macht, wenn ich zu ihm gehe. Alter. Warte, liegt das daran, dass Gegner Player ist? Wow. Wenn das jetzt auch... So. Wirklich, mit jeder scheiß Animatronik ist es dasselbe. Bestimmt auch mit Purple Guy. Guck, guck, ich wusste es. Der will dich dennoch abstechen. Hey, wir haben unseren neuen Giladapti, ich schwör. Hier, unser neuen Giladapti. Nur ohne Geschrei. Okay, ist ja logisch, ist ja nur ein Giladapti. Sogar das Monster bewegt sich nicht. Es liegt nicht an den Animatroniken, es liegt allgemein an diesem Typen. Der Raum verbindet sich. Aha! Wenn der Raum sich wirklich verbunden hätte, hätte man das schon bemerken können. Ich feuere so schnell ich kann. So dämlich, dass man immer noch Munition verliert. Man sieht die Munition. Ah, warte mal. Ich kann die essen, YOLO. Hier, man verliert Munition, dennoch kann man nicht schießen. Okay, das war's mit der Let's Play, weil ich schau mal nach Updates dieser Karte. Und wenn endlich ein Update rauskommt, wo wirklich irgendwas passiert, dann sage ich euch Bescheid.